Ja, hallo, Ann-Kathrin, guten Morgen. Guten Schön, dass du Morgen. wieder da bist. Gestern hat es ja nicht geklappt. Wir möchten heute einen kleinen Aufruf starten. Da geht es um die Besinnung gegen Brustkrebs bei Frauen, aber auch bei Männern. Und da habt ihr eine besondere Aktion von Brøndby. Vielleicht erzählst du den Zuschauern mal, was es auf sich hat. Ja, wir haben das jedes Jahr, dass wir einmal im Jahr mit den speziellen Trikots spielen. Die sind meistens pink, wie jetzt auch da hinten in dem Bild zu erkennen ist. Und das sind meistens dann wichtige Spiele, wie jetzt bei uns hier gegen Kühe. Und danach werden die Trikots versteigert und der Erlös geht an die Brustkrebsforschung oder soll Menschen unterstützen, die halt Brustkrebs haben. Und das ist was sehr Wichtiges, finde ich, was man auf jeden Fall unterstützen sollte, generell. Und es ist, finde ich, gut, wenn Leute, die ein bisschen mehr haben und denen es gut geht, Menschen unterstützen, die es halt nicht haben oder denen es halt nicht gut geht und krank sind. Und deswegen finde ich, das ist eine sehr gute Aktion von uns von Brøndby. Und ja, Ja, ich finde das ich bin auch, stolz, Teil zu sein. also ich finde das sehr gut. Ich habe das ja gelesen. Ich habe dir ja versprochen, ich werde Brøndby ein bisschen mehr verfolgen. Hab die Aktion gesehen. Mittlerweile ist das auch übergeschwappt nach Deutschland. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass die Fußballerinnen das machen, weil sie haben ja eine gewisse Strahlkraft auch, eine gewisse Vorbildfunktion auch für junge Frauen. Es ist ja nicht so, dass nur Frauen davon betroffen sind. Mittlerweile gibt es ja auch Brustkrebs bei Männern, was dann auch entsprechende Folgen hat. Du hattest was gesagt von Sebastian Rode, da wolltest du noch was zu sagen. Ja, ich finde, es ist nicht nur in Dänemark so, ich habe das auch schon oft jetzt in Deutschland gehört. Auch von mir aus meiner Region, aus meinem Dorf kommt Sebastian Rode. Und er unterstützt auch eine Aktion. Dabei geht es eher generell um Krebs und nicht um Brustkrebs. Die heißen Backstreet Boys und die unterstützen einfach die Krebsforschung und Menschen, die von Krebs betroffen sind. Und ich finde, das ist einfach eine gute Sache. Und ich bin froh, dass es überall so viel Aufmerksamkeit gibt, auf den Krebs lenkt und den Kampf gegen den Krebs. Ja, das finde ich ganz gut. Also wir haben also jetzt mittlerweile dann zwei Aktionen. Brøndby versteigert die Trikots, die ihr am Samstag tragen werdet. Und der Sebastian Rode hat auch eine entsprechende Aktion und unterstützt. Und wie heißt der Name nochmal von der Band? Backstreet Boys. Backstreet Boys. Okay. Ja, vielleicht kann man da auch entsprechend Geld sammeln. Es ist wirklich wichtig. Nur mal das Ganze mit Zahlen vielleicht zu unterfüttern. Im Jahr 2016 gab es 492.000 Krebserkrankungen. Davon sind ja teilweise auch hier gutartig, nicht nur mal schlecht. Brustkrebs davon waren ungefähr 70.000 betroffen. Da ist aber kein Unterschied gemacht worden zwischen Männern und Frauen. Ich weiß nur so viel, dass es dann ungefähr so 700, 800 Männer sind, die da betroffen sind. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mein Onkel ist an Brustkrebs erkrankt. Das Tragische dabei ist, dass er Lotto gespielt hat, hat mehrere Millionen Euro beim Lotto gewonnen und 2 Wochen nach der tollen Nachricht ist er dann zum Arzt wegen Brustveränderung und hat die Krebsdiagnose bekommen, musste leider an den folgenden sterben. Ja, es sind ja ältere Frauen, aber auch jüngere Frauen davon betroffen. Was gibt es für Vorsorgemaßnahmen? Jetzt mal auf den Bereich Frauen betroffen. Was wird da geboten in Dänemark? In Deutschland gibt es ja die Mammographie. Gibt es das dann auch bei euch so? Ja, natürlich. Also einfach regelmäßig zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ja, es einfach sehr ernst nehmen, weil es ist ein sehr ernstes Thema. Ja, ist wirklich ernst. Man kann sich ja auch selber abtasten unter der Ja. Dusche, wann auch immer. Und selbst Männer können das machen. Männer können fühlen, ob es da irgendwo eine Verhärtung in der Brust gibt oder die Brustdrüse zum Beispiel verschwindet.
nicht mehr da ist. Das war zum Beispiel ein Zeichen bei meinem Onkel. Ja, es wäre sehr, sehr wichtig. Gibt es noch was, da nochmal eindringlich drauf hinzuweisen? Gibt es da nochmal von deiner Seite? Es wäre einfach schön, wenn viele Leute dafür bieten würden, dass wir sehr viel Geld sammeln können. Auch nicht nur aus Dänemark, sondern vielleicht auch aus Deutschland oder überall auf der Welt. Wäre das einfach eine coole Sache, wenn uns Leute unterstützen oder generell Leute so Unternehmungen unterstützen. Ja, also ich werde das Video gleich entsprechend dann auch verteilen an die verschiedenen Gruppen. Und ich hoffe, dass viele da mitbieten. Kann man das denn auch so kaufen, ohne Versteigerung? Ja, kann man. Dann biete ich heute 100 Euro für die Aktion. Ich bitte aber dann die Mannschaft von Brøndby darauf zu unterschreiben, wenn es geht. Und jetzt weiß ich nicht, wie ihr gut befreundet seid mit Köpi. Vielleicht. Ich glaube, da kriegt man das hin. Vielleicht kann man das auch noch unterschreiben. Hiermit ist das Wort. Ich überweise schnellstmöglich das Geld. Ich brauche nur eine Bankverbindung dann. 100 Euro für ein Trikot. Dann haben wir schon mal die Aktion gestartet. Ja, also an alle Leute bitte spenden. Nehmt die Sache ernst. Wirklich junge Frauen, ältere Frauen, die können das vermeiden, weil Brustkrebs ist wirklich kein Spaß auf beiden Seiten. Und das soll jetzt nochmal der Hinweis gewesen sein. Ja, dann wünsche ich viel Glück bei der Aktion. Wir bleiben in Kontakt in irgendeiner Art und Weise und gucken, was da so abgelaufen ist an finanziellen Mitteln und wie vielleicht auch die Spende dann übergeben wird. Das wird man ja wahrscheinlich sehen. Ann-Kathrin, vielen herzlichen Dank. Es waren ein paar Minuten. Gestern haben wir ja fast eine halbe Stunde versucht, das Ganze in den Lauf zu kriegen. Danke, danke für deine Geduld und dass du das hier vorgestellt hast. Sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Ja. Okay, bitte.